Ey, das hätte man ein bisschen einfacher und langsamer machen können, Ja, ne? wenigstens eine bessere Pause dazwischen. Ach, du ratest mit, ja? Das stimmt. Ich hätte. Ich, boah. Auf jeden Fall ist es ein Mausekugel und das hat was mit dem Blatt zu tun. Ja. Ja, und er, wenn spoilert er noch nicht mal richtig. Genau, echt. Spoiler nicht. Nee, doch, Bei 2850. 850 hatten wir aber auch schon gehabt. Ja, 2850. Ich hätte auch 2 gesagt, das erste. 2H und das Sternzeichen für 5-0, welches wäre das? Mai. Ja, Sternzeichen. Fische ist da, glaube ich. Das sind diese zwei Wellen, ne? Oder was ist das? Nee, das ist, glaube ich, Nee, das Wassermann. ist Wasser. 2850, Ich kann mal bleib dabei. gerade gucken. Ich habe hier den gerne offen. 2850 muss es aber eigentlich sein. Aber nicht. Ja, ich weiß, aber. So, 2. also. Toll. Steht da Aries und so Scheiß dahinter. Was? Die kack-lateinische Bezeichnung für den Piss. Gemini. Auf dem Laptop wird Morsecode ab. Na, danke. Geben Sie das Ziel-Jahr in die Zeitmaschine ein. Ein Jahr, das Ziel, ja. Das ist die Zeitmaschine. Ja, das Ding hier, Ah, ja. okay, dann Aber. habt ihr euch mit dem Mausecode vertan. Ja, dann bitte mal einen anderen Zettel in die Hand nehmen. Also, ich habe jetzt Oh mehrfach nee, ich kontrolliert kann das und nicht. ich bleibe bei 2850, wenn ich ehrlich bin. Also die Wellen ist Wassermann. Fische ist das, was das sieht wie so ein Haar aus. Denn können die sich nicht auf irgendwas einigen, dass das alles gleich aussieht? 2850. Also, es fing ja recht gut an, ne? Aber jetzt ist das so ein bisschen Brainfuck, oder? Müssen wir dazu was das? Also 2 ist Februar. Oder was? Ah, nee, wir sollen ja eingeben. Quatsch, Entschuldigung. 2. Kein Sinn. 2 Ah, ist nee, ich auch. mach das Piepen verrückt. Also, ich gebe es nicht. Ja. Ich kann das nicht auseinandertüdeln. Ja. Hin. Also 1960, 1988, 50, 55, 30, 5. Sorry. 19. Kam das Spiel raus. 1936, versuch das mal. Habe ich das nicht eben draußen vorgelesen? Leider auch nicht. Oh, mach nochmal einen Kacktipp gleich. Haben wir die Fäkalsprache wieder, ne? Was für Kacktipp? 1936 hat mir auf dem Koffer. Gehört? Ja. Vielleicht muss man das hier einstellen. Eins. Da und dieser Fall war das, ne? Und kann ich dann was ablesen? Wenn Wassermann die 2 ist, dann ist das. Oh, hat richtig Spaß. Ja, wir könnten so einen auf Stump machen. Jeder schnappt sich jetzt irgendwas, womit er Krach machen kann und dann schön im Takt. Ja, genau. August ist der Löwe. Bis Drei. Fide bekloppt wird, komm, hier rein. Ich höre das nicht. Ja.
Du hörst das nicht, echt jetzt? Ich bin gerade ausgerastet mit der Schlangentür. Oh Mann. Null ist das. Ich blick das nicht. Was soll denn das sein? Ja, das ist die Frage. Steinbock? Ich krieg das Gepiepe gerade so auf, das glaubst du gar nicht. Ja, du kannst da nie ausmachen, ne? 1837. Nope. 1738. Zähl dir an die Maschinen. Nope. Oh. Dreht der dran rum? Entschuldigung. Aber wir haben ja hier auch von den zwei Zetteln, haben wir davon irgendwas schon benutzt? Wenn Zwillinge 0 ist, kann dir das mal so eingeben, dass das ist 0. Warte mal. Du weißt schon, dass wir das nicht sehen, ne? Die 6 ist... Ja, nicht verstehen, das ist die Position. Und jetzt musst du mal gucken, welches Sternzeichen ist bei der 2? Die 2 ist das Sternzeichen Steinbock. Steinbock? Steinbock, dann ist das Ja 1. Was ist bei der 8? Bei der 8 wäre jetzt oh Gott, ist das der Widder? Oder ist das für ein Ding? Ja, das ist Stier. Stier. Welches Jahr ist, wann ist denn Stier in welchem Monat? Da ist bin ich einer? Voll raus. Ja, ich auch. Oh. Da habe ich echt, das kann ich mir nicht merken. Hier, eine Summer of 69. Ja, das kommt dann nämlich 1850. Hin. 850. Oder das erste war eine 1, wir haben die ganze Zeit eine 2 gehört. Wie ich habe aber 58 eingegeben. Oh. Oh. Psychedelisch. Kapitel 2. Wann gehen, so lange wann sich verstecken. Sternzeichen gemacht. Hilfe! Und bis so schlecht wird. Ja, okay, wir lassen das mal. Endlich ist dieses Gebäude auf. Weg, Alter. Ja, das hat genervt. Da konnte ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Warte, ich hab's aufgenommen. Warte. Oh, ist das der gleiche Raum? Nee. Wieso seid ihr? Aha, ich wollte schon sagen. Stehen ineinander. Oh, Musik. Ah. Oh, ein Sonnensystem. Oh. Ich will Musik. Ich will Planeten drehen. Ah, bitte lizenzfreie Musik. Ach, ja. Das haben wir im Trailer gesehen, hier, das Teil. Da sind die Planeten. Ist das eigentlich nur ein Level? Ist das hier nur ein Level, das Spiel? Zwei Kapitel. Nee, zwei nur. Drei. Echt? Ja, aber das ist jetzt, wenn wir das durch haben, ist das Spiel erstmal komplett, ne? Hier sind Wappen. Wo müssen Wappen hin? Oh, hier steht was. 5, 4, 9. Oh, wo bist du? Hier bei den Büchern. Ja, bei der Karte kann man was anwählen, ne? Bei der. Du bist nicht bei mir bei den Büchern, du stehst bei mir mitten im Raum sonst wo. Ja, und dann gucke ich hier auf den Bücherschrank. Oh, das ist eine 8. 5, 4, 8. Null. Guck mal, das. Kinder, hier sind so Aussparungen, die man anwählen kann, ne? Bei der Karte. Oder keine Ahnung. Oh, ganz viele sogar. Ja, und hier bei den Büchern, wenn da ihr hier auf die Wappen ran. Ja. Wenn ihr hier auf das Bücherdings guckt, dann seht ihr da farbige Bücher und die ergeben 5480. Wir müssen jetzt herausfinden, welches Wappen wohin gehört. Ja, da wird ja ein Anker, ja, guck mal. Navy. Ne, Quatsch. Ich hab schon was aufgemacht. Was hast du denn aufgemacht? Hier die Truhe. Ich glaube, der macht die automatisch daran. Another personal log. I should read it. Oh, dann lies mal. Viel Spaß. Ich schau ins Land. Hyde Park ist der Schmetterling. Oh Gott, warte. No. Schmetterling Hyde Park, ja? Eine Patrone ist Royal Academy. Royal Academy. Warte. Ja, weiter? Also hier steht nur, I went by Hyde Park first, as accepted, I was full of kinds of flora, a place that is naturally attracted to many insects. Ist noch umkreist. Ich weiß nicht, ob... Und dann ist noch umkreist Gunshot. Ja, aber ich darf gleich das resetten, weil ich glaube, ich habe hier was hinten. Warte, nee, hier geht's noch weiter. Auf der Rückseite.
University ist so ein Schwert mit Flügeln. Ja, genau das habe ich gerade weggepackt. Oh. Warte mal kurz. Wie hast denn du das Ding jetzt hier aufbekommen überhaupt? Durch die Bücher. Und Boss University ist das Dings mit Dings. Ja, und Cleopatra Nadel Docks for a Sailor. Das ist wo ist denn die Anker. University? Abby. Royal Festival Hall, County Hall. So, Royal Quartz. War jetzt das Schwert mit den Flügeln? Moment. Das war bei der Universität. The University. Video University. Royal Academy habe ich hier. Ja. Hyde Park. Westminster Kathedral. Imperial Wahlmuseum. Und dann hätte ich noch Cleopatra Needle, Sheringham County Hall. Hier oben ist da, hier guck mal hier oben. Auch. Ganz oben. Mittig hoch und dann leicht nach rechts. Ah, da, okay. Habe ich. Und Cleopatras Needle kommt der Anker hin. Ja, ist er. Und jetzt kommen wir noch dieses Kreuz hier. Sag mal. Der Kompass hier unten. Beim Kompass. Ja, clever. Jawohl, sehr gut. Ich habe einen Schlüssel. Ja, den wollte ich mir gerade krallen. Achso, sorry, ich wollte schlingen, bitte. Nicht schlimm. Da. Nein, das ist nicht schlimm. Wer hat mir den Planeten weggenommen? Oh, leck, das ist doch nicht normal. Schlimm den Z. Wer hat... Why would anyone be looking for that? Wollen sie alle rüber in die Sachen weggenommen werden? Da wird der Stinkefinger gezeigt, das sieht so von Weitem aus. Ah, das ist eine Blume. Die Leichenblume. Die Leichenblume, ja. Ach, mal wissen, welcher Planet welcher ist, ne? Also hier stimmt was nicht. Das ist Crescendo. Das kann ich euch gleich sagen. Nur alle haben. Achso. Ja, man Rätsel Schlüssel drauf, ne? Ja, guck mal, Schlüssel. Vogelkäfig aufgemacht. Hier habe ich die Karte für die Planet-Dings. Also eine Achtelnote ist demnach hier 0,5. Tine. Bitte? Da, wo ist dein letzter Planet? Brauch noch mehr als einen. Wo ist der? Hier. Wo? Im Automaten. Oh. Habt ihr das mitbekommen hier mit, hier mit dem, auf der Rückseite, so hier mit den Noten? Ja, spielen uns was vor. Aber ich kann keine Noten lesen. Ja, aber das ist, also wir haben ja Achtel, Viertel, Halbe und eine ganze Note. Und die Achtel haben halt nur einen Wert von 0,5 angeblich. Vielleicht sollte man die mal zusammenzählen, oder? Das wäre noch zwei. Ja, das wäre. Zähl die mal zusammen. Weil wir haben hier neben dem Grammophon-Dings ein Pad zum Eingeben. Und ich glaube, der spuckt auch die letzte Kugel für das Ding hier aus. Ja, das wären aber nur vier, das wären zwei, das kann ja nicht sein. Das sind doch hier die Achtel, ne? Ist auch nicht gerade der Notenleser schlechthin. Das, wir hätten ja da nur vier Achtel Noten. Oh, da wird wieder ein Rätsel werden. Oha, oha. Ja, nicht mehr kaputt. Kommt doch Neptun hin. Hier, das ist ein Zettel, wo die Reihenfolge... Ja, ich weiß. Was guckst du? Ach, die Erde fehlt uns. Die Erde ist doch da gewesen, oder nicht? Nee, das ist Neptun. Achso, ja, die Erde fehlt. Erde nicht an zweiter Stelle nach Mars? Nein, am dritten. Merkur, Mars, Erde. Ich weiß nicht genug. Es benötigt 50 Jahre. Was war das? Wart ihr? Ja, ich war das. 50 Jahre auf Maturation. Nobody can wait so long. 50. Oh, ich hatte die gleich ab. Ach, ja, bring mir Bär was mit. Bring mir was mit. Bälle und so.
250? Nee. Warte mal, das könnte. Ja, warte mal. 1-1 kann das auch nicht sein. 1-1-5-0. Wir zahlen, ne? Ja, warte mal. Mach mal. Nee. Das macht keinen Sinn. Ach so, das hat aufgemacht, ne? Das Buch, oder? Ja, da waren die Waffen drin, genau. Wo hast du eben eigentlich die mit den Büchern den Zahlencode für die Kiste hier? Wo hast du das dran gesehen? Ja, weil hier, wenn du in den Schrank guckst, sind farbige Bücher da drin. Wenn du von Weitem guckst. Ach. Und das ergibt dann... Drei, ich hab mich schon gewundert, warum sie mitten im Raum stehen und sagt, sie guckt sich das Bücherregal an. 6, 3, 6, 4. Ja, Fine, mach mal. 5, 4, 8, 0? Was hat... Sorry. Ja, ich hab 5, das doch schon. 5, 4, 8, 0. 1, 2, 8, 3, 0, 4, ja. 5, 6, 7. 1, Nein. 2, 3, 4. Nicht die Bücher erzählen. Komm mal her hier nach hinten, Mo. Komm weiter. Komm mal nach hier und dann guck mal, da siehst du eine 5, da siehst du eine 4. Oh, da, ja, ja, jetzt. Ah, ja, jetzt, ja. Jetzt eine hat Insel. Auch geschnallt. Ich hab die Bücher gezählt, ja. Ja, psch, Brett vom Kopf. Auch, ich hab aber auch erst gedacht, was macht viele da? Lass sie mal machen. Ja. Ja, man denkt echt zu kompliziert, ja, manchmal, echt, ne? Stimmt, ja. Also, und auch das hier, das wird dann vielleicht doch gar nicht so schwer sein. Was hast du jetzt? Hey, wenn du einen Hinweis willst. Ich weiß nicht, was habt ihr alles denn schon benutzt? Ich hab das, die Noten, habt ihr die schon gespielt? Also, ja, die müssen gespielt werden. Am Klavier, habe ich gerade eben gemacht. Ja, das Klavier in deiner Hose, ne? In der Hosentasche. Hör mit, ne? Das ist das kleinste Klavier der Welt. Ja, ist klar. Tina hat geschummelt, die hat einen Zettel gefunden, wie die angeordnet werden müssen. Hey, ja, den hatte ich die ganze Zeit schon gehabt, aber ich kenne das auch auswendig. Ja, siehst aber du, das geschummelt, wusste ich doch. Ich kann aber nicht erkennen, was das hier für kleine Knubbel sind. Ja, 48 Minuten haben wir schon, ne? Guck mal, hier ist das Morse-Ding, ne? Aus der Zeit hat man uns gemorst, den Code. Ach so, dieser hat uns auch, dieser war das hier, die uns gelebt hat. Ja, der hier rumsaß. Kann man die Flasche irgendwie... Kannst du wegschmeißen, ja. Ja, wollte sie geht nicht kaputt. Nee, das mache ich schon die ganze Zeit, das geht nicht. Wer hat den Käfig aufgemacht hier? Ich, da war die Karte drin für den Planeten. Ah, okay. Ich nehme hier einfach die fette Erdkugel hier. Die ist doch, die passt da drauf. Nimm die doch. Nee, will er nicht. Unflexibel. Wir müssen irgendwas mit dem Rätsel hier machen. Nur ich krieg's nicht raus. Wenn wir die Achtelnoten zusammenziehen, das sind ja... Die Länge der musikalischen Note verdoppelt sich, wenn du die Pyramide hinaufsteigst. Noten sind nach Farben gruppiert. Was? Die Länge der musikalischen Noten verdoppelt sich. Ach so, das ist 0,5. Die ohne den Fühler dran ist 1, dann ist das 2 und oben ist 4 der Kreis. Mhm. Und dann ist das 2 plus 1 sind 3. 6 wäre das erste, oder? Nein. Die Farben, das ist doch... Ach so, die Farben gruppieren. Ja, 3. Ja, Entschuldigung. Ja, ja, ist okay. Und die... Also wenn die Viertelnote eine 1 ist, dann ist das oben eine 5, das rote. Aber muss ich das nehmen? Muss ich nicht nur die mit den Strich nach oben nehmen? Nein. Nee, nein, nein. Aber die volle Note... Ja, warte mal, ist das doch die... Nee, das ist eine halbe Note, ne? Das ist, 1, 2... Oh, warte mal. Das ist 0,5, das ist 1, das ist 2. Das ist 2, das ist 3. Das Rot ist 3. Wenn das stimmt, wie wir uns das jetzt vorstellen. Ja, hab ich doch. 1 plus 2 sind 3. Danach okay. Kommt die 2 Einzelnen sind 2. Dann kommt 3, dann kommt 4 sind 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12. Und dann kommt 4, 8. Ich komme bei 9 bei Blau, ne? Komm ich auf 9. Oder, ja, da kann vielleicht sein, dass ich mich irgendwo verzählt habe. Das 9. Hab. Grün wäre in dem Sinne dann 8. Grün das ist 8. Und Gelb wäre 2, 4... 5, 6 müsste gelb sein.
Was war das? Hast du eine was ausprobiert? Ja, ich. Ja. Okay. 2. 6 müsste gelb sein. 7 habe ich da. Die Achtelnoten sind 0,5, ist 1. Die Viertelnoten. Ach so, das ist mit so einem Schleifchen dran. Ah, ich hab's. Ja, das war ich. Ja, dann ist es 7. Ich hab das falsch gezählt. Was sind? 1. Das sind 2. Oh, 2. 2, 4, 5, 6. Ja. Ja. 2. 4, das macht 5 und das macht 1 ist 6, ja. Und das Lila oder 6. Wie? Was? Auch 6? 1, 2, doch 6, hast recht. Das ist 4, das ist 2, ist 6, ja. Also haben wir 3, 9, 8, 6, 6. Passen so eine lange Zahl hin. Hier. Beim Grammophon. Klappt nicht? Doch. Da! Da! Haha, hier rein da. Da haben wir die Erde. Klopfst du mal da drauf, das müsste richtig sein. Und nü? Richtig, die Einordnung. Na? Die Einordnung ist nicht korrekt. Dann mach mal hier, stopp mal den darüber. Welchen? Den Saturn, der mit dem Ring. Also jetzt das musikalische Rätsel, das war schon nicht ohne, ne? Also da hättest du jetzt erstmal drauf kommen müssen. Ist das schon mit Kapitel 3? Ja. Ja. Ein Stoß aus der Vergangenheit, das ist jetzt aber anrüchig, oder? Guck mal, die Zweideutigkeiten auch. Wo er gestoßen hat, wen er gestoßen hat. Das ist dann aber ein bisschen kurzweilig, oder? Bitte, wir sind schon fast eine Stunde dran. Ja, wir haben ja aber für 3 Kapitel. Hat das 3 Level und dann sind wir durch? Das soll 2 Stunden gehen? Nein, das weiß ich nicht, wie lange das gehen soll. Hallöchen, was haben wir denn hier? Da liegt einer rum. Da liegt einer rum, ja. Ja, eine Waage können wir es draufstellen, ne? Zum Abwiegen. Wir haben mal die Pestmasken. Hedge? Was ist aufgegangen? Ah, guck mal hier. Was? Wie aufgegangen? Was habt ihr? Ach, da hast du Schädel schon. Ja, der lag da auf dem Ich war mich... Okay. Das ist so eine Infrarotlampe. Ich wollte mal umgucken, ich ging das. Edge. Ah, guck mal hier, Fine, wieder was für dich. Magst du gerne Sachen auf irgendwas raufstecken? Dann kannst du Sachen in das reinstecken. 5 Candle Herb Mixture Leitner Instructions. Okay. Herb ist was übersetzt? Heilkräuter. Ah, okay. Kräuter. Herbalism, ja, vom Herbalism her, ne? Ja, macht Sinn, ja. Edge. Hedge. Was ist Hedge? Ist das eine Jagdhütte? Ja, ich meine ja, ne? Eine Hütte auf jeden Fall. Kalender. Guck mal, ich finde hier besonders schön die Leiter. Das wäre es jetzt gewesen hier so. Oh, das ist eine Leiche. Guck mal hier durch. Da hängt einer rum. Ja. Oh, hier ist noch so ein Pönöpel. Fine. Ja. Guck mal im Kalender. Moment, ich hab so ein Pönöpel. Ah! Ja? Cool. Was ist denn da? Die Mondzeiten sind aufgemalt. Ah. Also, Halbmond, quasi, wie nennt sich das? Leerer Mond? Wie sagt man dazu? Neumond oder Vollmond? Neumond. Neumond ist am 8. Genau. 21. Vollmond ist am 29. Ist am 17. Oh Gott. 4. 12. Oh Gott, ich habe zu viele Zahlen hier. Ich glaube, ich alles haben. Mo guckt ganz skeptisch. What a mess. Was für eine Unordentlichkeit hier. Das sind die Monde bestimmt hier, ne? Aber wir haben zu wenig. Oder haben wir dreimal Vollmond? Das müssen die Monde sein. Da müssen wir dreimal Vollmond haben, das geht ja nicht. Five, was steht da? Candles. Kerzen. Ja. Haben wir schon nicht.
Guck mal, ach, warte mal, hier ist auch noch. Dann mal alles abgeleuchtet mit dem Taschenleuchtding hier. Alle Wände. Hat mal eine hier drauf geleuchtet, auf diese Hedge-Tafel? Ja, ich, da war nix. Wie viele Positionen vom Mond hatten wir eben aufgeschrieben, Spatz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Wir hätten 7 Positionen, schade. Aber es sind mehr als 7 Zahlen auch. Fünf Kerzen. Irgendwas mit Pflanzenmixtur. Licht und Instruktionen. Licht und Instruktionen hatten wir ja. Licht, das muss irgendwas mit dem Mond zu tun haben. Warum fünf Kerzen? Was haben die mit fünf Kerzen? Hier, das sind fünf Kerzen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber die kann sich nicht bewegen. Nee, ich weiß auch nicht, was. Auch so eine Leiter, die ist voll schick. Mixtur. Kann auch nichts mehr nehmen, ne? Nö. Hier ist nichts zum Angrabbeln. Hier ist ein Buch. Ja. Ein Buch? Da kannst du nichts lesen aus dem Buch. Wo bist du? Warte mal, du bist hinten. Was, wo ist ein Buch? Was? Wie? Da. Was ist denn das jetzt her? Sag da. Okay. Oh, hat er auf uns versteckt die ganze Zeit. Hier oben ist eine Aussparung. Hier über den Schrank. Oben über den Schrank guckst. Da ist ein Brett so abge. Ach, das hier, aber ich glaube, meinst du, das ist was? Ich weiß es nicht. Ja, hier kannst du so durchgucken. Das meinte ich nicht, da oben das. Hier das. Ja, aber eben war das auch, da dachte ich auch erst in dem anderen Raum, das wäre irgendwas. Da war die Vertäfelung so komisch. Ich glaube, das war einfach nur. Da hat die Vertäfelung zur Veräppelung. Da hat die aber geschludert, ja. Oh, das nehmen wir ja nächsten. Wieder ein Notenblatt. Ah, was haben wir denn hier? Die haben ja verschiedene Symbole drauf. Das bringt es nicht weiter, ne? Mit dem Pentagramm hier und so. Nee, ist jetzt nicht. Der Wand, ja, da. Ich habe noch nicht ganz kapiert, was es mit den Heilpflanzen auf sich haben soll oder der Pflanzen. Hat irgendwer Pflanzen irgendwo gefunden? Nö. Jo, ist, nee. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Ich werde mit Positiv. Ah, ich weiß was. Was denn? Ein Lichtblitz. Ein. Oh, die sind jetzt auf der gleichen Höhe. Was? Hä? Ach so. Ist die Frage, auf welcher Höhe wir sie brauchen, ne? Ja, dann kannst du nicht verschieben. Ich denke mal, dass das mit der Höhe vielleicht auch mit der Fülligkeit des Mondes zu tun haben könnte. Ich hab auch schon gesagt. Neumond ganz unten zum Bleistift, ne? Däh. Und dann Vollmond ganz oben. Wäre hier, oder? Und wir haben nur 3 Stäbe. Das sind dann die 3, wir brauchen aber wie viele Zahlen haben wir? 4 wieder. Hm. Habt ihr mal geguckt, ob auf den Stäben irgendwelche Zahlen sind? Wow. Das hat mich hammer erschrocken. Auf mich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin abgehärtet. Ich hab mich der heute panisch. Du hast was Geräusche gemacht. Hast du jetzt was gefallen? Ich panisch. Ich dachte, da wäre was passiert. Hat nichts mit Panik zu tun. Da guckst du halt. Ja, war erschrocken. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, aber es war nicht ganz so laut. Ja, bei mir, aber mir war es richtig laut. Das war nicht schön.
Ich bin der Meinung, das hat was mit dem Zermon zu tun und den Zahlen an dem Kalender, ja, dass wir dann den Code rauskriegen für die Kiste. Wer hat denn die Taschenlampe? Ich da wieder. Ich weiß aber nicht, nach was man das sortieren sollte. Oder was man damit machen sollte. Haben nach bezahlen, irgendwo... ich hack dir das Ding ein. Ja, 8, 21, 29. Ich kann nur viel zahlen. Wie wär's ja mit 12, 21?